Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Sonnenaufgang hier in Minecraft Life in the Woods. Jo, wir haben schon angefangen, uns zur nächsten Baumkrone hinzuarbeiten, damit wir hier unseren Garten bauen können. Einen wunderschönen, schönen Garten über den Baumkronen hier. Und ja, ich habe mir dann auch schon gedacht, hier könnte man dann eigentlich so eine Abzweigung hier drüber machen, vielleicht zu dem hier. Der ist schön hoch und da könnte man vielleicht, ja, so eine Art, vielleicht Büro oder Wohnzimmer oder sonstige Geschichten machen. Und hier drüben könnte man dann auch noch, wenn man möchte, etwas tiefer gelegen, vielleicht auf dem hier oder dem oder da drüben. Können wir dann ja auch noch was machen, wenn wir wollen, so einen kleinen Pavillon oder so. Mal schauen. Und sind ja hier keine Grenzen gesetzt. Nein, nein. Auf jeden Fall wird das Ganze doll. Und schön. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder Laub. Wir brauchen Laub. Haben wir noch Eisen? Wir haben noch Eisen. Ich werde mir gleich eine Schere basteln, eine zweite. Weil die wird definitiv zu Bruch gehen. Wie schaut es mit Äxten aus? Das schaut eher schlecht aus. Das heißt, ich muss auch eine Axt bauen. Da werden wir gleich zwei machen. Würde ich halt meinen. Warte, das muss ich austauschen. Das schaut nicht schön aus. So, von der Zahl her. Ja, da bin ich pingelig. Ich glaube, zwei reichen. So. Dann machen wir mal die Stäbchen. Falsch. So. Entschuldigung. So, und zack. Stäbchen sind schon mal fertig. Wo haben wir sie? Da. Gut. Dann bauen wir unsere tolle Axt. Gleich zweimal. Einmal, ja, Laub kommt dahin und zweimal. Jetzt haben wir definitiv genug Äxte, damit wir schön brav Bäume fällen können. So, zum Futtern haben wir auch noch genug. Das Brettel lasse ich mal so. Und dann wollte ich auch noch in den Wald hinein, wieder, dort wo wir schon mal waren, wo die Schäfchen sind. Ups, weil, jam, zuerst mal einen leckeren Frühlingssalat, so hieß er. Da wollte ich nochmal zu den Schäfchen hin, weil dort gibt es ja dieses Stangengemüse und das möchte ich gern mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich finde, das schaut echt nicht schlecht aus. Dann hier so an der Wand und an der Wand dann so ein Zaun rüber. Da frage ich mich dann auch, ob es reicht, ohne Boden das zu machen. Das werden wir dann sehen. Das können wir gleich sehen. Wartet mal. Schaut das bescheuert aus, wenn wir runterfallen? Nein, wenn wir... Ja, das schaut bescheuert aus, weil es zu sehr in der Luft hängt. Okay. Mein runterfallen tun wir nicht. Mhm. Und dann sehe ich noch ein kleines Problemchen. Okay, warte, der muss mal weg. Aber hoffentlich kriege ich den Zaun jetzt noch. Hups, da. Jawohl. Dann sehe ich gleich noch ein Problemchen. Weil das eben hier ein halber Weg ist, ne, muss ich auf der Seite hier einen ganzen, ein halber Weg, ich bin auch so ein halber Weg, so ein halber Stamm ist, also so ein Bretterdingens, muss ich am Rand ein ganzes nehmen wahrscheinlich. Und ob das dann nicht behindert ausschaut. Ah, das soll die Sorge für später sein. So, Laub, ich habe noch ein bisschen Laub, weil ich habe unten etwas kaputt gemacht. Na, du darfst. So. Und dann gehen wir Baum fällen. Jawohl. Wie schauen wir hier noch aus? Essen. Tja, jetzt ist der Lauch fertig. Ist denn das die Möglichkeit? Boah. Schön. Schön. Vier Stück sogar. Wow. Okay. Das ist aber mal fein. So, das Lauchgedingens kommt dann mal hier hin. Ich pack's auch mal da rein. So. Boah. Dürfte passen. So, das schon ein bisschen Platz machen. Fisch haben wir noch da. Ist alles gut. Wieso habe ich die Angel ausgerüstet? Achso, ist mein Stab. Entschuldigung. So. Und dann gehen wir Bäume schneiden.
Ich würde gern da unten hier mal ein bisschen was wegräumen. Wow. Upsta da. Da würde ich ehrlich gesagt gern mal so ein bisschen Wald roden. Der hat einen Pilz. Her mit dem Pilz. Ja, dann hauen wir weg. Der schaut eh so mickrig aus. So. Der hat keinen massiven Stamm. So. Und ich muss dann gleich wieder was, hoppala, gegen das Gelecke tun. So, schön weg damit. Upsa. Schön weg damit. Dann hier. Dann da. Du auch. Ich höre eine Spinne. Aber ich sehe sie gerade nicht. Wahrscheinlich sitzt sie oben auf dem Baum. Das würde mich nicht wundern, aber das wäre gut, wenn die Spinne da wäre, weil wir brauchen ja auch bald wieder Fäden. Für eine Fäde. Ja, es leckt schon wieder wie Sau. Da, ich muss noch ein Stückchen höher. Horuck, horuck, horuck. Das müsste reichen. Halt, da ist sie. Da. So, passt. So. So und so. Und so und so und so und so. So. Und sammel. Ich muss laden. Warte mal kurz. Das ist nicht zum Aushalten. So. So lala, so lala, so lala, la la la, so la. Perfekt. Dann haben wir schon mal unser erstes Bäumchen und ein bisschen Laub. Boah, das schaut nicht so schlecht aus. So, jetzt haben wir doch wieder belicht. Ich würde sagen, der kleine Fratz hier, der kann weg. Finde ich. So. So, lala. Passt. So. Schön wegkloppen. Da. So, ja. So. Und gleich haben wir's. Dann gibt es wieder ordentlich Laub für uns. Da haben wir noch einen Übeltäter. Da ist noch einer. Und hier ist noch einer. So. Und die Schere. Halt, da ist sie. Da. Aha, ich bin zu niedrig. Zu unten drunten. So, das wird passen. So, und schnapp, 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 schnapp. Jawohl, schön ein Loch reinschneiden. Das wird dann schon mal ein Zeitl reichen. So. So, ja. Tap, 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 schnipp, schnapp, schnapp. So. Schön im Kreis herum. So, ja.
Der Rest kann dann eh zu Boden fallen. Aber das meiste haben wir somit. Passt das schon. Jawohl. Da ist noch so ein Ast. Ein Bäumchenstamm. So. Da drüben vielleicht noch. Vielleicht kriegen wir da noch was mit. Ansonsten, glaube ich, haben wir eine schöne Schneise reingeschnitten hier. Und können wir schon die Sachen aufklauben, aufheben. Ja, ja. Die erste Axt ist schon mal beim Teufel. Die ist schon mal kaputt. So. Sehr gut. Und das wird, glaube ich, wieder Abend, ne? Und dann wäre es gut, auch was zu essen. So, schön sammeln. Schön hacken und dann sammeln, so würde ich sagen. So. Riesenbäumchen. Und zack. Passt. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ui, ui, ui. Blub, 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 blub. Hoffentlich übersehen wir da nichts. Ja, es wird schon wieder finster. Ich glaube, da haben wir mal alles. So, hüpf. Da noch alles einsammeln. Wie viel haben wir? Oh jo. Mhm. Das schaut nicht so schlecht aus. Da haben wir einiges. Mhm. Ist okay. Bin ich zufrieden. Bin ich sehr zufrieden. Was wird das, so ein Schleimhaufen? Passt. Und wir machen uns zurück nach Hause. Werden dann noch ein bisschen Holz nachlegen im Ofen für unsere Matschziegel. Zack, 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 zack. Zack, zack, ruck. Jawohl. Sehr gut. Und hoppala. Ruck, ruck. So ist gut. Und wir sind schon wieder im Trautenheim. Hui. Was leckt wie Sau. So. Tada. Wunderbar. Schön. Okay. Bist du schon fertig? Ja. Spitze. Da hinten ist wieder eine Gurke fertig, glaube ich. Na, das schaut nur so aus. Entschuldigung. Hätte ich fast wieder einen Bock geschossen. Dann würde ich sagen, zack, dann machen wir gleich mal so und so. Und schmeißen das Holz gleich mal rein. Die guten Ziegel backen wir weg. Matsch haben wir keinen. Nein. Alles klar. Gut. Dann, was können wir wieder weggeben? Haben wir hier irgendwas? Ich glaube nicht. Essen wäre halt wieder mal wichtig. So, wir haben wieder Haufen weiße Setzlinge. Was ich mit denen machen soll, weiß ich nicht. Ansetzen. Ja, da habt ihr recht. Da kann ich 20.000 Wälder draus bauen. Pilz, Schwammerl, Dingens brauche ich jetzt alle. Holz brauche ich auch. Ja. Entschuldigung. So. Dann haben wir da, das kommt hier hin. Das nehme ich aber gleich mit zum Bauen. Hm. Machen wir vielleicht so. Ziegel haben wir da, die packen wir wieder rein. So. Dann kann ich den Matsch mitnehmen. Dann sind wir hier soweit fertig. Ich muss noch was essen. Entschuldigung. Zum Glück haben wir so viel geangelt. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Passt. Und vielleicht so einen köstlichen Fruchtsalat als Nachtisch. Jam. Sauber. So, Holz haben wir genug. Legen wir noch ein bisschen nach und Matsch auch gleich. So, jawohl. Na, mach. Bis du voll bist. Naja, will er nicht. Okay. Die Ziegel werden gebrannt. Fackeln haben wir noch. Essen haben wir auch noch. Zäune wollte ich bauen. Richtig. So. Das war jetzt alles mit diesen Stabern. Ne? Mit diesen Stäbchen. So. Das heißt, da kann ich schon mal so machen. Und so. Oder?
Ich glaube schon, ne? Das war ja so. Ja, das war schon so. Sehr gut. Da habe ich mich doch glatt mal richtig erinnert, dass sowas noch möglich ist. So, und einmal noch. Genau. Dann haben wir hier zwei. Naja, was können wir denn daraus basteln? Eine Schaufel. Ah, da haben wir zwei. Axt haben wir noch. Spitzhacken hätten wir auch noch. Dann lassen wir das derweil, oder? So. Passt. Wir haben Zaun, wir haben Holz. Das Holz brauche ich nicht. Das Holz wäre mir. Warte mal, das wäre mir lieber, meinte ich, ne? Na, warte, das wäre besser. Ja. Wie ist es eh keine Verschwendung in dem Sinn, Gott sei Dank. Und dann schauen wir mal, wie das ausschauen wird, ne? So, da. Raus hier. Raus. So. Na, also hier so und da so. Und ich mache gleich ein zweites dazu. Und hier drauf sollte der Zaun. So. So habe ich das gemeint gehabt. Wird das deppert ausschauen? Eigentlich nicht, oder? Irgendwie hat es sogar was. Das Doofe ist, dass der Zaun nicht schwarz ist, ne? Aber vielleicht kriegen wir das, also dunkel, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie mal hin. Also ich halt irgendwie da, also vielleicht mit so einem Schüsselding, vielleicht später mal. Aber fürs Erste machen wir das gleich mal schön. Huch, ja. Das war so klar. Ah, warte, da fällt mir auch was ein. Das ist gar keine so dämliche Idee, hin und wieder mal so ein Dingens reinzuballern. Und so. Weil, da kommt meine Erklärung, kommt gleich. Da können wir nämlich Fackeln draufbauen. Verstehst? Wir können die Fackeln zwar beim Zaun auch anbringen, das wäre auch nicht so schlecht. Aber wir können das ein bisschen edler machen, indem wir solche einfach Dings höher machen. Das da halt. Mal schauen. So. So. Wäh. Ich wusste, dass ich runterfall. Und so. Tap, tap, tap. Dann hau ich den nochmal weg. Zack. Jetzt ist er runtergefallen, ne? Super. So. Ich bleib lieber mal hier stehen, sonst fall ich noch runter. Das wäre auch nicht so super. Dann kann ich wieder Grabstein suchen gehen. Ja, ich rede davon, ne, und wäre schon wieder fast zu weit gewesen. Ach Gottchen. Zocki, zocki, zocki. Fürchte dich. So, und der Part ist auch gleich zu Ende. Aber das passt schon mal, weil wir haben das hier schon mal fertig. So, und da möchte ich gerne noch eine Fackel. Haben jetzt alle Fackeln? Ah, da sind noch welche. Ich dachte, wir hätten nur mehr 16 Stück. So. Na komm, normal müsste es gehen. Oder geht es nicht? Ah doch, geht schon. Alles gut. So. Horuck, damit hier keine Monster spawnen vielleicht. So, da müsste ich fast zählen. Eins, zwei, drei, vier. Was? Zwei, vier, sechs, acht. Neun. Zwei, vier, sechs, acht. Ungefähr hier ist die Mitte. Acht, acht. Machen wir sie halt hier. Zack. Jawohl. Und hopsala, hopsala, hopsala. Gleich gegenüber. Was? Wo bin ich? Da. Halt. Hierhin. So, ja. Und wenn man möchte, wenn ich möchte, wir können noch hier auch. Einmal. Ist zwar jetzt nicht ganz die Mitte, aber. So, jetzt haben wir definitiv, glaube ich, genug Licht. Ja. Das dürfte so passen. Gut, dann würde ich sagen, wir ernten noch eine Beere und verknuspern die auch gleich. Das ist unser Abendbrot, weil wir waren heute wirklich brav. Jo, wir haben ein bisschen was hinbekommen. Ach ja, Glas muss ich auch noch machen. So, einmal noch. Da rülpst sie vor sich hin, die Gute. Da haben wir noch ein bisschen Glas, Glas, Glas. Warte, warte. So, das nehmen wir gleich mit. Machen wir noch ein paar Scheiben. Und dann bauen wir das da drüben fertig. Und dann beenden wir den Part.
So und so, 16 Scheiben, wie schön. Können wir da einige einschlagen? So und so. Ja, das schaut schon mal zu schlecht aus. Da rühren wollte ich auch noch richtig und dann müsste es eigentlich passen mit dem Beenden des Parts. So, das Licht haben wir weg. Das Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. La bim, la bam, la bum, bum, bum. Ich gehe mit meiner Laterne. Ne? Ja. Dabei habe ich gar keine. Aha. Gut, na fein. Dann war es das wieder für heute, ihr Lieben. Schaut aber echt nicht doof aus hier, oder? Ich glaube, das geht. Für so ein 0815-Hängebrückchen, glaube ich, ist okay. Fisch. Na, auf jeden Fall, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und im nächsten Part werden wir hier ein bisschen angleichen mit Laub und so, dass man halbwegs gerade rübergehen kann. Und dann werden wir hier schön langsam mal so eine Art Glashaus probieren zu bauen. Jo. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!